Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich bin Uedefa und wir befinden uns hier im Title Screen. Yeah, awesome, Action. Das letzte Mal haben wir mit Judas gefailt. Heute Blue Baby One. Und noch dazu jede Menge anderer spaßiger Sachen. Boop. So, hätten wir das auch hinter uns. Blue Baby. Yo, was gibt es zu Blue Baby zu sagen? Bei Isaac gibt es zwei verschiedene Wege, um zu gewinnen. Der eine ist, extrem viel Skill zu haben. Der andere, ein wenig Skill und dazu extrem gute Items. So, da ich aber leider nur mit ein wenig Skill aufwarten kann, muss ich auf extrem gute Items hoffen. Welche hier zum Beispiel wären The Nail, also The Nagel, das gute alte Book of Revelations unter Umständen, vielleicht das Relic, super, eindeutig nicht sowas, ja, The Mitre, Nun's Habit, Nine Volts, keine Ahnung, also irgendwelches Zeug, was uns Spirit Hearts verschafft, relativ regelmäßig, wo wir uns drauf verlassen können. Was No-Go wäre, wäre sowas wie Kamikaze oder The Razor oder Au, ja, mich von seinem scheiß Schild bespucken zu lassen. Also ich muss sagen, das fängt gut an. Yay, wir haben in diesem Flur gar nichts erreicht. Krass. Naja, was heißt gar nichts? Wir haben Telepathy für Dummies bekommen, was nicht sonderlich gut ist. Das ist kein Item, was ich irgendwie länger behalten will, als ich muss. Wenn ich was Besseres finde, werde ich es versetzen. Meinetwegen auch eine Candle. Ist mir auch Rille. Hauptsache, ich kriege irgendwas, womit ich Spirit Hearts farmen kann. So, ich habe auch mal geschaut, was für Items mir noch fehlen. Ich muss sagen, das sind gar nicht mehr viele, es sind nur noch zwei irgendwie. Nämlich, es sind auch noch gar nicht solche seltenen Items, sind Guppy's Head und ich weiß nicht, was das zweite jetzt war. Ach ja, Monster Manual. Ja, verzeiht mir mein Hüsten. Ich habe eben schon mal versucht aufzunehmen, aber da ist mir irgendwie Audacity random gefreezed, weswegen ich nichts machen konnte. Also ich habe es nicht mitbekommen, dass es gefreezed ist. Ich habe dann einfach fröhlich weiter vor mich hin aufgenommen. Und erst als ich gucken wollte, wie lange ich hier schon aufnehme, ist mir dann aufgefallen, hey, das macht gar nichts mehr. Ja, und so kann es dann gehen. Also mache ich hier nochmal neu. Die Sache ist ja, ich habe ja auch Audacity hier auf meinem Laptop neben mir laufen, weil wenn ich das hier meinem Rechner anschließe, gibt es ja dieses nervige Rauschen, da muss ich erst die Rauschentfernung machen und dadurch werde ich entweder extrem leiser oder die Qualität wird noch viel crappiger, als sie so schon ist. Deswegen, jo, soll es einfach mal genauso sein, wie es jetzt ist. So, und wir können jetzt auch langsam hier mal unseren Treasure Room finden, mit hoffentlich irgendeinem gutem Item? Ich weiß es nicht. Verzeiht mir. Pushpin ist auch nicht sonderlich gut. Toll. Brennt einfach instant, ihr dämlichen Bastarder. Gut, dass ich das Feuer auch nicht ausmachen kann. Na komm her. Scheiß. Burning. Hopper. Fuck. Shit. Kaputt geh, Ding. Meine Fresse, ist dieser Flur hier groß. Ja, ziemlich viele Räume. Dafür, dass es ja gerade mal Basement 2 ist. Oder hatten wir hier Curse of the Lost? Ich weiß es nicht. Es
Ist auch schön, wenn irgendwann mal irgendwas droppen würde, so geldmäßig. Also, wir brauchen ein gewisses Maß an Geld. Bomben sind natürlich auch nicht schlecht. Okay, wenn hier der Boss ist, dann wird sicherlich direkt in eine andere Richtung sein. Und ernsthaft, dieser fucking Raum hat mich jetzt alles gekostet. Die Hälfte meines Lebens, vielleicht sogar ein bisschen mehr, meinen Nerven und meinem Vertrauen in die Menschlichkeit. Ah. Immerhin haben wir 5 Cent ergattert. Yippie. Ein erfolgreicher Beutezug. Die Hälfte unserer Männer verloren. Dafür 5 Cent ergattert. Und das ist Schrott. Schrott. Ich meine, es ist zwar super, ein bisschen schneller zu sein, aber bringt mir nicht viel in Anbetracht der Tatsache, dass hier, ja, dass ich brauche irgendwas zum Überleben. So, ich meine, je höher die Geschwindigkeit ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier irgendwo ungebremst in einen Gegner reinlaufe. Und eine gegnerische Attacke. Na, dämlichen telepathischen Tränen, macht mal irgendwas. Warum? Ja, los. Lauft hinter ihnen hinterher. Los, schneller. Also irgendwie hat dieses Telepathie-Ding keinen großen Effekt. Keinen großen Effekt. Ich zweifle langsam an den psychischen Kräften dieses Buches. Okay. Deal mit dem Devil. Judgment. Ist nicht schlecht. Bad Gas ist schlecht. Okay. Nee, gut, dass wir uns das nicht leisten können. Ja. Nee, ich glaube, wir nehmen hier Missing Page. Und dann bedingen wir hier mal Judgment. Gib uns was, kleiner Freund. Eine Bombe. Finde ich nicht schlecht. Herz finde ich schlecht. Noch ein Herz finde ich immer noch schlecht. Schlüssel finde ich nicht ganz so schlecht. Gut. Da wir jetzt 2 Bomben haben, können wir uns ja auch mal auf die Suche nach dem Secret Room machen. Welcher rein der Logik nach entweder hier. Das war super. Oder dort unten sein müsste. Hier. Uhu, Spider-Bite. Okay. Wir können Sachen slowen. Das finde ich nicht schlecht. Dafür hat sich diese Bombe gelohnt. Also wir haben jetzt 10 Cent dafür ausgegeben. Für dieses Awesome Upgrade. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir hätten theoretisch auch noch unseren kleinen Bumfriend irgendwie sprengen können, aber wir sind ja nicht so. Weißt du, halbe keine Bomben mehr. So. Ihr dürft euch verlangsamt fühlen, ihr Spinnen. Tja, was machst du jetzt, Spider-Man, hä? Ja. Spider-Man kann gar nichts gegen uns unternehmen. Ja, denn Spider-Man gehört zu keiner angesagten Gruppierung. Wie den X-Men oder den Avengers oder ich weiß nicht, vielleicht auch die New Avengers. Irgendwo gehört er mal dazu. Ich glaube, er im Fantastic Four war er mal kurz. Als Human Torch gestorben war. Was? Ja, stirbt irgendwann. Ich weiß noch nicht mehr wann. Oder bei welchem anders das passiert, aber der war tot. Es ist gar nicht so lange her, dass der Comic rauskam, in dem er gestorben ist. Na egal, aber das nur so am Rande. Spider-Man ist eigentlich ein cooler Typ, nur mag ihn niemand. Er ist wie Deadpool.
nur nicht ganz so gehasst. Zumindest da im Universum mag ihn niemand. Deadpool an sich ist ziemlich cool. Ich meine, der ist ja Ninja und ich weiß nicht, was er ist. Er ist ein Mutant, der ist voll fett krass und awesome und kann eigentlich alles. Er ist ultimativ. Boah, töte mich nicht, dämliches Vieh. Lauf mal schön weiter deinen Lines hier. Ich will mich auch nicht selber sprengen. Es wäre ärgerlichst. Stirb doch. Au. Das sollte eigentlich genau nicht passieren. Aber gut. Wir haben jetzt noch fucking anderthalb Spirit Hearts übrig. Und es ist irgendwie noch kein... Den nehmen wir mit. Kannst du drauf wetten. Bitch-Ding. Gut. Es wird dann höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich hier jetzt verrecke. Weil ich irgendwie absolut keinen Schaden mache. Aber ich habe zumindest mein Bestes gegeben. Vor denen kann ich immer weglaufen. Danke, Speed Upgrade. Und du warst doch für etwas Nutzer. Es ist nur schade, dass wir 2 Stunden brauchen, um einen so ein Vieh zu töten. So. Je nachdem, was hier danach jetzt noch kommt, sind wir entweder ganz schön gefickt oder... Okay, das ist nicht gut. Nicht gut. Aber auch nicht so schlecht. Boah, verdammt. Toll, ein Herz. Bringt mir nichts. Jetzt können wir jede Truhe und jede Tür öffnen, die sich uns in den Weg stellt. Und dabei voll fett am Verkacken sein. Na komm. Bring it. Bring it. Noch ein Schlüssel. Genau der Traum eines jeden Typen. 99 Schlüssel und dann noch ein Schlüssel. Und dann müssen wir jetzt zurückgesetzt haben auf 0 Schlüssel. Hey, da wäre sogar noch ein Schlüssel für uns. Krass. Alles, was uns berührt, tötet uns. Yippie-yay und Fiddly-Di. Und wir machen keinen Schaden. Okay, es war nichts. Wie lange nehme ich auf? 13. Naja, okay. Probieren wir es einfach nochmal. Ich meine, haben ja nichts zu verlieren. Ich würde euch auch irgendwas bieten für eure Zeit, die ihr darauf wartet, dass es lädt oder so. Keine Ahnung. Das fängt gut an. So, machen wir es nochmal ganz von vorne. Ich hasse XL-Flur. Ich hasse zumindest XL-Basement. Weil ich brauche jetzt 2 fucking Keys. 2 Keys. Um hier irgendwo an irgendwas ranzukommen. Bitte lass du dich einen Key droppen. Nö, ein Herz. Warum droppen hier alle plötzlich einfach nur Herzen? Endlich, einer. Gut, da habe ich mich ja relativ unbeschadet hier rausbewegen können. Finde ich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das passieren kann, dass... Also das fällt mir jetzt gerade so ein. Dass Blue Baby Poop auch goldenen Poop produziert. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das ist höchstwahrscheinlich, wenn es geht, dann ist es sicherlich somit das Unwahrscheinlichste, was jemals passieren wird. Aber es wäre ziemlich cool.
So, 2 Cent. Krass. Das ist mehr, als wir bei manch anderen Räumen so ergattert hatten. Püp. So, noch ein Boss-Room. Das ist nicht schlecht. Wissen wir zumindest schon mal, wo die rumhängen. So, und ich finde es gut, wenn einer davon hier auf Famine wäre, damit wir gleich nochmal einen Cube of Meat kriegen würden. Du, drop einen Schlüssel. Du hässliches Vieh. Und die anderen, ihr könnt auch irgendwas Gutes droppen. Komm schon. Komm schon. Naja, 1 Cent. Noch 1 Cent. Ja, und haben wir schon 4 Cent. Krass, oder? Hm, finde ich auch. Gibt Schlimmeres, gibt aber auch Besseres eben. Langsam aber sicher. Langsam aber sicher. Explodiert alle. Explodiert in ein Inferno. Und ich laufe hier direkt irgendwo rein. Krass. Ich sollte vielleicht meine Brille aufsetzen, aber dafür bin ich viel zu cool. Ich brauche meine Brille nicht. Ha. Ich kann das so sehen. Nee, ernsthaft, ich bräuchte eigentlich meine Brille. Aber. Komm schon. Gute Pille. Oh yeah. Luckfoot. Hm. Oh, Lucky Food. Das ist gut. Das ist toll. Bringt uns zwar. Okay, das war schon mal sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, ob der das auch beeinflusst. Ob im Poop irgendwas drin ist oder nicht. Das wäre natürlich cool, wenn ja. Und hier haben wir unseren zweiten Treasure Room. Es wäre ganz schön, wenn die jetzt hier einen Schlüssel droppen würden. Für mich. Vielleicht auch für sich selbst. Ich weiß es nicht. Na los, lass sie von meinen Tränen treffen. Sie schmecken ganz süß. Ja, also theoretisch könnten wir fast schon in den Shop gehen, wenn wir einen Schlüssel hätten. Komm schon. Schlüssel. Yes. Jetzt können wir sogar in den Shop gehen. Also ich muss sagen, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht bis jetzt hier. Wenn im Shop jetzt auch noch was für 7 Cent angeboten wird, oh, Little Dish. Dann wäre es sogar eine Überlegung wert, da mal hier etwas hinein zu investieren. Außer das ist natürlich die Leiter. Denn die Leiter braucht niemand. Zumindest ich brauche die Leiter nicht. Ich will die Leiter auch gar nicht mehr haben. Die Leiter nervt einfach nur noch. Ich meine, es ist zwar ganz praktisch, wenn man... Für die Caves ist es ganz praktisch, weil... Das ist der einzige Ort, wo es... Oder halt auch in den Catacombs... wo man solche Abgründe hat, über die man die Leiter überhaupt drüberlegen kann. In allen anderen Situationen... ist es einfach nur verschwendet, rausgeschmissenes Geld. Und für 15 Cent sollte ich das Ding eigentlich schon mal gar nicht einsacken. So. Noch mehr Poopalicious Adventures. So. Gibt es uns einen Schlüssel? Finde ich nett. Damit können wir schon mal in Catacombs oder Caves 1 sicher in den Treasure Room, zumindest in einen der beiden Treasure Room, die dort möglicherweise sein werden. So. Auf Shop. Gib mir irgendwas Gutes. Kompass. Wäre gut, kann ich mir nicht leisten. Deswegen nehme ich nur dieses Spirit Heart und verkrümel mich. Das Schlimme an diesen XL-Floren ist, dass ich auch immer keine Ahnung habe, wo hier der Secret Room ist. Was ist natürlich relativ... doof macht. Ich meine, im Secret Room können sehr, sehr gute Items drin sein. Zum Beispiel Epic Fetus oder weiß ich nicht. Auch das super tolle News Dingens. Ich hänge mich auf Seil, kann da drin sein. Was uns ja die Fliegability gibt, oder es kann Ankh drin sein, oder One-Up,
oder einfach nur Coins. Und Coins sind nützlich. Super awesome, nützlich. Ey, zwei kleine Monstros. Die hielten sich für cool. Sterbt, ihr Viecher aus der Hölle. Oder einfach nur aus dem Keller. Ich weiß gar nicht, was Monstro darstellen soll. Die meisten anderen Viecher, die stellen ja irgendwas da. Ist einfach nur so ein Schleimbotzen. Ist irgendwie so unser inzestuöser Onkel, der hier unten im Keller langsam vor sich hin vegetiert. Oder ist es, ich weiß nicht was. Tja, wow, war das knapp. Danke, Lil Jish. Also hätten wir Lil Jish nicht dabei gehabt, dann hätten wir mindestens einen Schaden gefressen. Okay, der Raum hier ist etwas besser. Weil die Viecher, die chargen uns nicht direkt an. Das muss ich denen mal zugute halten. Und was droppst du, schöne Larve? Was droppst du? Ah, ein Key. Okay, wir haben schon drei Keys. Das ist nicht schlecht. Finde ich gut. Damit können wir bis ans Ende in alle Treasure Rooms gehen, die sich uns hier noch auftun werden. Zusätzliche Keys sind natürlich erwünscht für Kisten und Shops. Little Steven. Anscheinend wird es hier ein Familiar Run. Das heißt, wir farmen. Also wir haben massive Unterstützung durch kleine Helfer. Was ich eigentlich nicht schlecht finde, muss ich jetzt mal so sagen. Ich gestehe, dass ich Familiars cool finde. Und ich werde jetzt einfach mal darauf ankommen lassen und diese Kiste öffnen. Yay, rotten meat. Schlüssel gegen ein Health Upgrade getauscht. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Sterbt im Kugelhagel unseres Dingsküchens. Es wird dann, wenn wir so weit kommen sollten, dass wir zu Isaac oder Blue Baby kommen, dann wird es extrem hart. Weil so viele Kugeln wie da auf dem Schirm sein werden. Das werden. Ja, ich kann ja keinen Patronenwitz machen. Das ist wie Captain Hero in Drawn Together gesagt hat, als er sich Waffen gekauft hat. Ja, ich werde mehr Patronen haben als. Als Harry Potter, um die Dementoren abzuwehren. Nee, irgendwie jetzt habe ich es gerade verwechselt. Ach, egal, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch ging. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Und super Poop, dass du irgendwo hinter uns spawnst, wo wir nichts machen können. Bleibt noch der Weg hier nach oben. Ich würde sagen, wir gehen in diesen Trap Room, denn alles, was da drin ist, kann uns nur helfen. In unserem Kampf gegen das böse Imperium. Kiste. Eine gute Pille. Full Health. Okay. Da wir uns die ja nicht aufsparen brauchen, für falls wir bei Low sind, werden wir die gleich jetzt verbraten als zusätzliches Spirit Heart. Ja, sobald wir hier mal Luft zum Atmen haben. Es wäre natürlich krass, wenn diese Full Health Pill eigentlich einfach nur ein Spirit Heart gibt, sondern eben die Menge an Spirit Hearts gibt, die man am Anfang des Raums hatte. Au, 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 au. Stirb. Und ihr dürft auch sterben. Okay, also haben wir effektiv mit diesem Raum gar nichts gekonnt. Nein, wir haben absolut gar nichts gekonnt. Bei Full Health gibt uns kein einziges Spirit Heart, es gibt uns gar nichts. Düdüt. Naja, Irren ist menschlich. Ja, gut. Boss Time. Stopp. Toll. Ich hasse Chubb. Vor allem, weil wir keine Bomben haben.
Es ist zwar gut, dass wir Little Jish dabei haben, um ihn zu slowen. Aber trotzdem hat er noch Unmengen an Leben, die uns hier um die Ohren prügeln wird. Au, 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 au. Und er zieht uns auch ein Herz ab jedes Mal, wenn er uns trifft. Das ist nicht nett. Das ist nicht super. Das ist einfach nur lahm. So, zumindest hat er ins Bild hart gedroppt. Das finde ich cool. Das finde ich auch cool. Und jetzt haben wir die Gelegenheit. Hoffentlich ist es nicht Krampus. Nicht Krampus. Toll. Crab-Items. Ich will keins von beidem haben. Keins von beiden. Ich meine, Demar, ich weiß nicht, was Demar gibt. Gar nichts, glaube ich. Ich glaube, Tears Up oder so ist das. Brauche ich nicht. Und Rage brauche ich auch nicht wirklich. Ich brauche The Nail eigentlich. So, das ist das Einzige, was ich vom Teufel derzeit haben will. Und wenn ich das nicht kriege, dann kann es eigentlich auch gleich bleiben lassen hier mit irgendwas tun. Okay, das lief besser als erwartet. Also solange die ja in einer Linie bleiben, sodass ich zwischen ihren beiden Schüssen stehe, kann mir eigentlich nichts passieren. Nur wenn sie dann halt irgendwo anders hin jumpen und sich für voll cool und fähig halten und denken, sie wären was Besseres. Nur weil sie vielleicht mal Kopf sind und keinen Körper haben und cool rumhüpfen können. Ja, auch den nehmen wir mit. 6 Cent sind schon mal nicht schlecht. Damit können wir nämlich wieder irgendwas machen. Also wir können uns dafür zwar noch nichts im Shop leisten, aber wenn wir demnächst dann irgendwann 7 Cent haben sollten, können wir wieder in den Shop gehen und sicherlich darauf hoffen, dass irgendwas passiert. Wenn wir jetzt in den Shop gehen würden und wir würden sehen, da kostet irgendwas nur fucking 7 Cent, dann würden wir sicherlich für den ganzen restlichen Flur hier keinen einzigen Cent mehr sehen. Und das wäre ja ziemlich ärgerlich. Na los, komm. Komm, bring it. Yay. Yeah. Tja, da haben wir unseren 7. Cent. Das ist nett, das ist nice, das ist super. Jetzt müssen wir noch den Shop finden. Mir fällt gerade auf, wir haben auch keine Map. Finde ich super. Im Blinden zu fischen mache ich am liebsten. Au. Das war ziemlich doof, dass mich das Ding getroffen hat, aber ich bleibe optimistisch für diesen Run hier. Vorsichtig optimistisch. Also ich rechne uns keine zu guten Chancen aus, hier irgendwas zu reißen. Aber wir sollten nicht komplett untergehen. Gut, vielleicht gehen wir doch komplett unter. So doof ich mich hier gerade wieder anstelle. Ist das eigentlich... Sollte das verboten werden? Gut, dann... Ja. Wir haben leider kein Ding. So, wir nehmen das Bild halt. Mal gucken, da war ein Raum. Also, theoretisch könnte hier auch das Secret Room sein. Mal schauen. Nö. Könnte auch hier sein. Ich suche noch mal ein bisschen. Nö. Mal schauen, wo könnte er noch sein? Ich könnte jetzt auch meine letzte Bombe natürlich dafür verschwenden, den zu suchen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich meine, ich habe 2 Bomben gewastet. Ich muss es nicht noch schlimmer machen, als es so schon ist.
Aber jetzt habe ich wieder eine Bombe bekommen. Das heißt, ich könnte eigentlich... Es ist super bright. Awesome. Los, meine kleinen Freunde. Verlangsamt ihn. Bitte explodiert vor. Ich... Ach. Toll. Das möchte ich nicht haben. Das kannst du behalten. Heute mal zur Abwechslung. Das ist toll. Ich bin so der Beste. Jetzt könnte ich mir holen. Kannst du auch lassen. Okay, der Raum wird mich so dermaßen ficken. Puh, komm schon. Ein nach dem anderen. Ernsthaft, wie hat der mich erwischt? Wie? Ich meine, ich habe doch so viele Verteidigungsmaßnahmen hier ergriffen. Okay. Hup. Nichts. Spider-Spawner auf Wiedersehen. Kann's kaputt gehen. Dämlich am Napf. So, und ich hoffe, dass hier jetzt irgendwas Gutes drin ist. Hm. Gut ist anders. Aber naja. Es ist halt noch ein Familiar. Ich muss gerade überlegen. Ja, der Spirit, der Secret Room könnte noch hier sein. Ist er nicht. Gut, dann habe ich jetzt alle Locations, die mir jetzt gerade einfallen, mit drei angrenzenden Räumen untersucht. Deswegen... Ja, screw you. Screw you. Ernsthaft. Nach fucking Chub kommt jetzt er hier. Das ist doch lächerlich. Dieser Boss ist einfach nur Kacke. Vor allem, wenn er gleich hier das ganze Spielfeld mit seinem scheiß Kack zugekackt hat. Ich meine, wie geht das denn? Wie kann der den Scheiß produzieren, die immer wieder nachwächst? Na? Wie? Kommt der direkt irgendwie aus der Hölle oder was weiß ich? Ich muss sagen, in diesem Modus ist er sogar noch leichter als... Also ist er leichter als normalerweise. Da kann man ihm halbwegs ordentlich... ausweichen und sein Hinterteil ist nicht ganz so schwierig zu treffen. Wow, die Coin Purse. Super, dass es mich direkt ans andere Ende von diesem scheiß Level hier geportet hat und dass mein Poop schon wieder unpupig ist. Schön Poopy, schön Poopy. Ich werde hier langsam echt... Nee. Teaser Run ist schlimm. Der vorige Run war, genauso schlimm. Jeder Blue Baby Run ist eigentlich einfach nur eine Qual. Und ich bin froh, wenn er zu Ende ist. Nämlich ist der Poop weg. Krass. Tears up. Hatten wir hier eigentlich den Luckfoot? Ja, den haben wir. Nein, so. Luck up. Und das letzte ist Speed up. Ja, okay. Drei Upgrades zum Preis von keinem. Wieso nicht? Was hier jetzt noch nett wäre, wäre ein Fliegen-Upgrade. Oder allgemein irgendwas, was uns das Leben ein bisschen leichter macht.
mehr Schaden wäre nicht schlecht. Wir haben immer noch nichts für unsere Spirit Hearts. Längerfristig. Auf einem hohen Niveau hält. Ich hasse die Typen. Ja, schmeiß ruhig deinen Körper. Kostet ja nichts. So, lass dich von Abel verprügeln. Oder lauf einfach weg. Jetzt hört es ganz besonders, ja? Kleiner Stein. Kleiner Kopftypi, nur weil du über Steine fliegen kannst und so. Shit. Es ist traurig, dass wir immer noch Poop haben. Ich meine, wir sind jetzt schon in den Tiefen 1 und wir haben immer noch Poop. Das sollten wir auch irgendwann mal ändern. Ich meine, jo. Es wäre so wunderschön, wenn wir ein tolles Item kriegen würden. Dann wären alle unsere Probleme vergessen. Au, au, au. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und bin voll in ihn reingelaufen. Mal gucken, ich finde, der Shop hält Returns bereit, oder? Nein. Oh, ich brauche noch eine Münze. Eine Münze, ein einziger Coin. Einen einzigen. Dann können wir unser Dingens loswerden und uns gleichzeitig noch einen enormen Boost in Sachen. Jo, Health geben. Wir brauchen dazu nur einen einzigen Coin. Und da haben wir schon einen. Au. Au, das mache ich super. Oh, ich bin so aufgeregt, dass wir hier das Book of Revelations gefunden haben, dass ich schon ganz hibbelstibbelig bin. So, wir holen es jetzt auch gleich ab, weil dann können wir es hier auf diesem Flur noch öfter verwenden. Und das steigert dann sogar unsere Chancen, dass wir hier gegen War kämpfen. Ja, gegen Krieg. So. Ich schaue gerade, ob wir irgendwas anderes Gutes gekauft hatten oder bekommen hatten. So ganz im Allgemeinen. Oh, naja. Okay, mit diesem Item haben wir jetzt schon mal ein wenig irgendwas, um toll irgendwas machen zu können. Okay, diese Raumkonstellation hier ist, ich will nicht sagen, nicht sonderlich förderlich für uns. Das ist nervig. Ich hasse diese Zombies. Gut. Dann haben wir jetzt... Wisst ihr was? Ihr nervt. Ihr nervt wirklich. Das ist nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Nämlich ein Zombie fressen ein. Dass ich aufhöre es. Vielleicht spiele ich auch einfach schon zu lange. So dass mir einerseits die Lust noch irgendwie fehlt, andererseits der Wille und der Elan, um hier noch irgendwas großspurig reißen zu können. Durch und weg ist es. Okay. Max Head. Okay, wir haben ein Tiers Damage Upgrade. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Hätte schlechter kommen können. So. Er hier sollte keine größere Gefahr darstellen.
Jupp, bringt uns zwar auch nicht viel irgendwas, aber. Naja. Gut. Und schon wieder noch mehr von diesen scheiß Zombies. Hier, frisst eine Bombe. Oder halt auch nicht. So, einer down. Fehlen hier noch 25. Wow. Und das war's. Okay. Gut. Wir sind nicht so weit gekommen, wie ich es gerne gehabt hätte, aber es war Blue Baby. Das nächste Mal, keine Ahnung. Entweder random oder ich weiß es nicht. In diesem Sinne, bis dann, euer Derfer. Ciao.